Dynamo TV wird Ihnen präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für alle Baumpflegearbeiten von Verticalis erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Als Sie nach Dresden zurückgekommen sind, welche Gedanken gingen Ihnen durch den Kopf nach so vielen Jahren? Oh, Gedanken gibt keine, aber ich habe sofort gesehen, vom Flughafen bis hier, alles geändert und ich kann mich jetzt nicht mehr so richtig einschätzen, wo ich bin. Was hat sich hier alles verändert im Gegensatz zu dem, wo Sie damals weggegangen sind? Haben Sie richtig gesagt, alles verändert, außer diese Tafel und außer dieses Steinhaus, alles ist neu und modern, schön und ja. Als Sie hier gespielt haben, waren Sie zum einen Publikumsliebling, aber auch russischer Nationalspieler und Dynamo Dresden hat Bundesliga gespielt. Was haben Sie für ein Gefühl, wie ist Dynamo Dresden heute aufgestellt, sportlich? Boah, noch einmal, viel geändert und jetzt haben Sie aber eine richtige Möglichkeit, meiner Meinung nach, wirtschaftlich und so weiter, richtig auf die Beine stellen, dass Sie einen Bundesliga-Verein haben können, nicht für ein Jahr, sondern für ewige Zeit, weil alles ist jetzt da. Damals war altes Stadion, damals war wenige Möglichkeit und meiner Meinung nach, ich denke, jetzt ist viel moderner, viel mehr Möglichkeit und ich denke, dass 30.000 in zweiter Liga zu haben, in Regionalliga zu haben, ist das etwas, was Dynamo hat permanent, das ist stabil. Jetzt muss sportlich auch stabilisieren und einen Schritt nach oben zu machen. Wie erklären Sie sich das rückblickend? Sie waren nur 2 Jahre hier, aber waren Publikumsliebling. Die Menschen haben Sie unglaublich gemocht. Wie erklären Sie sich das? Ja, wenn ich ehrlich bin, das ist schwierig zu beurteilen. Muss man Zuschauer fragen, warum Liebling oder so. Weil ich habe unglaublich schlecht angefangen, weil ich habe in, wenn ich mich richtig erinnere, in 5 Spielen ungefähr 14 Tore gekriegt. Das normalerweise kriege ich nie in meiner ganzen Saison in Moskau, in Russland. Und okay, Leistung war nicht schlecht, aber wenn du in neue Atmosphäre kommst, neue Mannschaft, sprichst du kein Deutsch. Und ich habe ab und zu Tore gekriegt, unnötige, weil ich habe nicht meine Mitspieler richtig aufgestellt und so weiter. Und das war nicht okay. Und habe ich 8 Spiele dann nicht mehr gespielt, weil René war im Tor, hat unglaublich gute Leistung auch gebracht. Normalerweise so sagt man, Konkurrenzkampf war, aber wir waren immer Kollege und er hat mir wahnsinnig geholfen, in dieser Zeit auch. Und ich habe diese Auszeit bekommen und habe ich mir ein bisschen angeschaut, Bundesliga, habe ich Deutsch gelernt und dann habe ich angefangen wieder zu spielen. Und in dieser Saison war ich der beste Spieler gewählt bei Zuschauern. Und noch einmal, ich habe alles gegeben und das Zuschauer kann beurteilen, warum einer ist Liebling, andere weniger, andere mehr. Sie haben gerade gesagt, Sie haben Deutsch gelernt. Ehemalige Mitspieler haben gesagt, dass Sie unheimlich schnell Deutsch gelernt haben. Ja. Warum waren Sie so ehrgeizig, dass Sie das unbedingt lernen wollten? Leute sind verschieden. Und noch einmal, ein Tormann muss Sprache kennen, dass er kommunizieren muss mit Mitspielern. Und wenn von einem anderen Land kommst, musst du kommunizieren mit Journalisten auch, dass du nicht fremd bist. Und musst du das unbedingt machen. Und ich habe nur 1 Stunde Deutschlehrer gehabt, dann habe ich mich nicht mehr ausgehalten, habe ich gesagt, mache ich nicht mehr, ich mache das selber und dann, okay, habe ich Englisch gelernt in Schule und darum war es ein bisschen leicht, aber ungefähr 3-4 Monate habe ich gebraucht, dass ich mehr oder weniger normal reden können und nach 6 Monaten kann ich auch Interview, Fernsehinterview und so weiter. Wenn Sie nach Hause fliegen werden morgen, was werden Sie Ihrer Frau erzählen von Dresden? Dass sie falsche Zeit krank geworden, dass sie muss mitgehen, aber wir haben, sie kann nicht mehr leider, hat Fieber, sie hat Fieber. Und ich habe schon meine Sohn und Tochter und Frau ein paar Bilder geschickt von Altstadt. Und Sohn hat hier geboren sowieso und das ist Heimstadt von ihm. Ich habe ihm genau gesagt, das ist dein Heimstadt. Und hoffentlich, dass wir vielleicht alle zusammenkommen irgendwann. Und ja, ich wünsche mir, dass das schnell geht, weil jetzt kann ich
sagen, dass die Stadt viel verändert und lieber einmal anschauen als hundertmal hören. Sie sind russischer Nationaltrainer, Sie stehen vor einer Heim-WM. Ja. Warum haben Sie die Einladung trotzdem angenommen und sind nach Dresden gekommen? Das ist ja nicht natürlich oder nicht selbstverständlich. Gut, haben Sie recht, weil ich habe viel zu tun, aber solche Sache, 65 Jahre, ist einmalig. Das heißt, wenn Verein ladet mich an, das heißt, ich habe das irgendwie verdient. Und wenn sie mich laden, das heißt, sie wollen mich sehen. Und heute, ich hoffe, das wird eine gute Talkrunde, oder wie heißt das in Deutsch? Talkrunde, perfekt. Wir werden wieder Kontakt haben und Kontakt muss bleiben, weil 2 Jahre noch einmal. Dresden wird immer mit mir verbunden bei meiner Familie, weil Sohn hier geboren ist. Das ist die wichtigste Sache. Haben Sie Erinnerungen an Ulf Kirsten? Sie haben ja gegen ihn mal gespielt mit Bayer Leverkusen. Ja, Ulf Kirsten hat Tor gemacht bei diesem Tor. Dieser Seite? Per Kopf, lange Ecke, 1-1. Das war mein erstes Spiel nach Auszeit, oder wie man sagt. Und ich muss unbedingt dieses Spiel gut machen, sonst hätte ich wieder auf den Bank gerutscht. Und das war 1-1, war Flanken, ich war von Schuster, denke ich, und Ulf Kirsten per Kopf Tor gemacht. An welche Mitspieler erinnern Sie sich zu Bundesliga-Zeiten, mit denen Sie hier gespielt haben? Oh, fast alle. Weil, okay, einer hat mehr gemacht, andere weniger, sage ich mal. Aber wir haben eine, jetzt weiß ich, wie Trainer, wenn du denkst, damalige Zeit, damals, ich war Spieler und nicht viel nachgedacht, aber jetzt, wir haben eine richtige Balance gehabt innerhalb der Mannschaft. Weil defensiv war stark. Nicht spielerisch, sondern kämpferisch und einsatzmäßig. Mittelfeld war spielerisch gut und Olaf Marschall hat seine Tore permanent gemacht. Unglaublich gute Spieler. Wir haben Peter Nowak im Winter bekommen, hat uns richtige Balance zwischen Abwehr und Sturm gebracht. Und Quetsch, Stevic, Pengsa, Uwe Pilz und ich will niemanden jetzt vergessen, dass sie jetzt alle vermisse ich. René Müller, Sie haben gerade viel über René Müller gesagt. Torhüter sind ja auch ein bisschen verrückt. Wie war das Verhältnis zwischen René Müller und Ihnen? Sie waren Konkurrenten und beides sehr, sehr gute Torhüter. Wie muss man sich das damals vorgestellt haben? Haben Sie gesagt, haben Sie in den Tisch gebissen, wenn Sie nie gespielt haben? Oder wie war das damals nein, für Sie? Nein, noch einmal. Konkurrenz, was ich verstehe, das ist mein Konkurrent, wenn ich spiele. Und das ist gegnerischer Tormann, ist Konkurrent. Ich muss besser unbedingt sein als der, dass ich meine Mannschaft Erfolg bringe. Aber innerhalb der Mannschaft, ich nehme das immer nicht wie Konkurrenz, sondern Kollege. Weil wenn du sogenannte falsche Konkurrenzkampf heißt, das bringt niemandem was. Darum, wie war Kollege, ist erfahrener Tormann, er weiß Bescheid, er ist nicht 20-Jähriger und er weiß Bescheid. Dass, und in dieser Richtung hat mir viel geholfen und ich bin dankbar. Dynamo Dresden, letzte Frage, war damals in einem unglaublich chaotischen Zustand. Rolf-Jürgen Otto hat den Verein wie ein Diktator geführt. Hier ist alles zerbrochen 95, als das Spiel gegen Bayern München abgepfiffen wurde. Haben Sie das damals mitbekommen als Spieler? Natürlich habe ich mitbekommen. Erstmal, Otto war mein Nachbar. Er hat neben gewohnt in Weißig. Und nach dem Abstieg, und natürlich viele Zuschauer waren da und geweint. Und, ja. Hätten Sie gedacht, dass Dynamo Dresden 23 Jahre später nie wieder Bundesliga spielt? Nein, aber ich wünsche, dass Sie in ein paar Jahren wieder in Bundesliga sind. Schön, dass Sie bei uns zu Gast sind. Dankeschön. Ja, weil der Trainer gekommen ist.